So, na dann gehe ich mal nach oben in der Hoffnung, dass ich nicht gleich durch den Boden falle. Hätte ich auch einfacher haben können, ich weiß. Hallo, alle beisammen. Atlantischer Ozean. Hallo, hallo. Okay, ist hier irgendjemand, der sich mit mir begnügen will? Wahrscheinlich nicht. Ah, ihr habt auch nicht wirklich was zu sagen, ich sehe schon. Voll das große Schiff. Was bringt mir der Adlerblick, wenn ich hier nichts sehen kann? Wahrscheinlich müssen wir das Spiel das erst erklären. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Das dachte ich auch. Und doch seid ihr nie. Ihr seid ein wahrer Spaß mit was? Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Das reicht. Halt dich raus. Lass ihn, wenn er will, soll er kommen. Aber halt. Ich würde dir gerne ein bisschen das Audio anpassen. Wahrscheinlich unter allgemeinen, ne? So, Effektlautstärke, Sprachlautstärke. So, Effekte mal irgendwie auf 8 runter, Musik auf 8 runter, Helligkeit kann so bleiben, Blut ist an, Untertitel sind aus. Hatte ich irgendwann mal anders mir vorgenommen vor 2 Jahren, aber macht so irgendwie mehr Sinn. Okay, B halten, um in Parierstellung zu gehen. Wow. Bam. Geld? Hat irgendwer gegen mich gesetzt? Hör dir das an, Hector. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Bitte, Jungs, lass das sein. Wenn der Captain uns sieht... Zur Hölle mit dem Captain. Und zur Hölle mit dir, Mills. Auf wessen Seite stehst du überhaupt? Tja, wenn ich das wüsste... Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hätte Angst? Das war nicht. Dein Problem ist, dass du keine Angst hast, du Penner. Gebt ihr auf? Niemals! Oh. Wie gefällt euch das jetzt? Du machst die Sache interessanter, ich sehe schon. Na komm. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Diese Mieten? Wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Und warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumtollen bezahle. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. Natürlich. Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. Ihr seid mir egal, Mr. Kenway. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst, bitte? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt vor euch. Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wirklich? Welche Überraschung? Da ich keinem von ihnen trauen kann... muss ich mich wohl an euch wenden. Hm. Und warum sollte ich helfen? Wenn sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika Leben zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke euch. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal, mich zu bedrohen oder zu beleidigen? Zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns? Gut. Exzellent.
Guten Tag. So, das war mir noch nicht leise genug. Allgemein, so, Effektlautstärke machen wir mal so auf 7, Musiklautstärke auf 8. So, fortsetzen. So, wurde die Location neu geladen? Welch seltsamer Kontinent dort hinten. Ich habe ein wenig den Eindruck, er müsste mehr im Nebel liegen, aber... Was weiß ich schon, ich bin ja nur eine Landratte, ne? Bewegen wir uns überhaupt vorwärts? Ich glaube nicht. Ich glaube, die wollen einem hier nur Bewegung vorgaukeln. Warum ich hier raufklettere? Einfach nur mal so. Wollen wir gucken, ob sie Schiffaufbauten seit Assassin's Creed Revelations ein bisschen verändert haben. Da das hier der riesigste Kahn ist, der mir bisher begegnet ist in der Reihe. Warum nicht ihn einfach mal besteigen? Liegt in der Natur der Sache. Außerdem kann mich hier oben keiner meucheln. Ich könnte ins Wasser springen. Wahrscheinlich desynchronisiere ich dann aber. Naja, besser nass werden, als in der Höhe von sonst wo zu fallen. Wow, 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 Alter. Alter, halt dich mal fest. Ach, fall einfach bis nach unten. Was ist das? Okay. Idiot. Okay, hier gibt es sonst niemanden zum Interagieren, dann gehe ich wieder unter Deck. Zwei Spiele waren eh blöd. Mr. Kenway. Captain. Was immer die planen, ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Jetzt hier echt 2 Wochen, nee, 4 Wochen dafür Zeit gelassen. Na, wenn sie meinen. Gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Es ist Unrecht, dass er sich Lamm und Wein gönnt, während wir nur Büchsenfisch und Zwieback kriegen. Jemand muss mal mit ihm reden. Mills hat's versucht. Der Captain wies ihn ab. Muss es nochmal probieren, mit mehr Nachdruck, wenn nötig. Hi. Sucht ihr wieder Streit? Ist es das? Geht weg. Ich möchte euch erinnern, ihr habt angefangen. Pöbelndes Pack. Abreibung habt ihr Graves und Quill verpasst. Ich hatte keine Wahl.
Ei, Hohlköpfe, und zwar beide. Wo sind meine Manieren? Louis Mills, sehr angenehm. Haytham Kenway. Also, sollte ich auf der Hut sein? Ich glaube, die haben ihre Lektion gelernt. Sonst sind sie nicht so. Ehrlich, nur die letzten paar Überfahrten waren halt etwas rau. Ach. Der Captain spart an jeder Ecke. Reduzierte Rationen, geringe Heuer, immer gefährlichere Fracht. Das hat die Crew aufgebracht. Gibt es denn Grund zur Sorge? Nicht, wenn ich's verhindern kann. Aber der Captain muss überdenken, wie er seine Männer behandelt. Du scheinst ja ganz anständig zu sein, abgesehen davon, dass du 4 Wochen gebraucht hast, um dich mir mal vorzustellen, aber naja. Wir wollen mal nicht kleinlich sein. Ich habe euch nichts zu sagen. Dann halt nicht. Ja. Kein Land mehr in Sicht. Da unten ist irgendwas, was wir erreichen sollen. Naja, sind alle tatkräftig bei der Arbeit. Ich sehe mich immer ein bisschen um. So sieht es also des Nachts auf dem Meer aus. Das könnte so ein cooles Bild geben, wenn ich die Kamera richtig ausgerichtet kriege. Wird es wahrscheinlich aber eher nicht. Andererseits, wenn ich auf die Lampe raufkomme, was ich mich gerade nicht so ganz traue, weil keiner weiß, was hier passiert, wenn ich einmal falsch springe. Andererseits, okay. Lassen wir das. Ich muss Monde ansehen, das ist einfach bei mir so. Die Herrin wird sonst irgendwann, naja, ungezügen. Sozusagen die Stufe vor Ungetüm. Wenn die sauer ist, dann will ich nicht in der Nähe sein. Und ihr seid? Ihr da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Habe aber keine Zeit zum Schwätzen. Schade. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoothie oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Na dann. Ja, wenigstens manche haben noch sowas wie ein Gewissen. Haben wir überhaupt schon mit dem Smoochie geredet? Ich bin mir da gerade uneins. Ich glaube nicht. Kennen wir uns? Es gibt erst in ein paar Stunden wieder was. Ich hätte nur Schiffszwieback, falls ihr hungrig seid. Eigentlich habe ich eine Frage. Und welche? Hat sich einer der Männer vielleicht merkwürdig benommen? Oder etwas gesagt, was euch komisch vorgekommen ist? Die Jungs heulen wegen den Rationen, als könnte ich daran irgendetwas ändern. Sonst habe ich nicht viel gehört. Mein Rat? Geht doch zu James. Der hört immer gerne zu. Und wo kann ich ihn finden? Direkt hinter euch sozusagen. Er sitzt dort auf diesem Fass. Ich glaube, wir hatten James schon, oder? Der hat uns doch hierher geschickt. Ah, nein, du bist dann wohl James. Was mit dem Arzt? Seid ihr James? Hi. Kenway. Haytham Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Also, okay. Was wollt ihr denn wissen? Auf Rücken achten. Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt.
Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwant nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Das fände ich auch sehr schön. Hat hier denn irgendjemand außer dem Captain noch Ahnung von Seefahrt oder eher nicht so? Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich's mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Mehr nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? Und welche? Wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Es ist Unrecht, dass er sich lamm und Wein gönnt, während wir nur büpfen. Na komm, analysier. Werden wir Piraten anlocken? Seltsam. Äußerst seltsam. Möglich wär's. Warum sonst sollte man so ein Zeichen hinterlassen?